Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts 2. Im letzten Part sind wir scheinbar in den Computer gesaugt worden. Vom Master Control Programm. Und ich glaube, wir müssen mit Tron sprechen. Okay, wir müssen nicht mit Tron sprechen, wir müssen die Maschine hier benutzen. This is the energy core. Okay, wir müssen hier scheinbar irgendwo ein echtes Teil finden. So, mal schauen. Man kann sich es eigentlich relativ leicht merken. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Mission ausgeführt. Ja. Sagt, könnt ihr etwas für mich tun? Sicher. Betrachte es als erledigt. Wollt ihr denn gar nicht wissen, was? Du hast uns geholfen, jetzt sind wir dran. Es hat wirklich zweifelsohne User. Ihre Handlung entbehren jeglicher Logik. Schnell zurück zur Abrufzelle. Wo war das gleich wieder? Der Sektor, in den wir uns getroffen haben. Alles klar. Tja, müssen wir schon mal wieder zurück. So, dann das Terminal benutzen. Und mit dem kommen wir schon mal wieder nach draußen. So, what did you want us to do? Find my user. He'll give you the password to access the DTD. You bet! So, DTD is the name my user gave to the data space. Copies of all the original system programs are stored there, along with anything that's sensitive or restricted. Is there stuff about the Heartless or Organization 13? Most likely. A number of my functions were appropriated when I last took on the MCP. That's why I need the password. If I can get inside the DTD, I can access my original backup program and restore all my functions. Then I'll be able to put this system back the way it was before the MCP got control and changed everything. The way it was supposed to be. A free system for you, the users. Gee, Tron, ain't the MCP one of those programs too? Do you know who it was who made it? Actually, I don't know. Okay, we'll just have to find your user and ask him. What's his name? You mean you don't know? My user is the user of this system. Ansem the Wise. Ansem? Looks like the MCP's onto us.
I'll keep this terminal up and running. You better exit the system now. Sure, but Tron, Ansem is... We'll give you the password! Okay, you're good to go. Hurry! Geschafft's. Was hat die gewesen? Tja, da gibt es eine Welt in diesem Computer, in der diese Programme leben, und das heißt dann also, ohne das Kennwort kommen wir nicht an Ansems Forschungsdaten ran, oder? Das müsste hinkommen. Aber ihr habt Ansem bereits besiegt. Oh je, vielleicht finden wir dieses Kennwort nie heraus. Das heißt, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Bitte, was sucht ihr? Hier an ein geheimer Raum. Ich schätze, ich sehe mich noch mal genauer hier um. Sie gibt eben nie auf. Und wir tun das auch nicht. Na kommt, wir müssen nach diesem Kennwort suchen. Du hast recht, wir haben das Tron versprochen. Excuse me? What's this doodle? Hello, main security Tron. Looks like a diagram or something. Dennis. Oh, D T D. D T D. What's up? Look at this! This must be the data space! The DTD, see? The door to darkness! What do you know? But that still leaves the password. Say, fellas, did somebody mention the door to darkness? Yes, sir. You see, we're looking for the secret password. Password? Oh, I guess you mean like a code. The door to darkness can only be opened by the seven princesses. There's Snow White, Jasmine, and Belle. Of course.
What are you trying to do? With that password, we can get access to Ansem's research data. So that means you might be able to find out where he is. Stop joking around, Your Majesty. We already defeated Ansem. You know that. Looks like I've got a lot of explaining to do. Your Majesty. Okay, but first I've got a question. Hey, isn't Tron waiting for you guys? Don't worry, I'm not going anywhere. If those Heartless attack, I'll stand and fight with everybody here. Yeah, we will too. Then let's talk more later. That's a promise. I'll see you when you get back. Ach, bevor ich es vergesse, lass mich deine Kleidung neu kraftvoll an, Sora. Wirklich? Aber sicher, du hast zu viel geleistet. Sieh es einfach als ein kleines Dankeschön an. Danke, Majestät. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Tron. Also wartet auf uns, ja? Das werde ich, Sora. Und denkt dran, seid vorsichtig. Und wir haben eine neue Drive-Form erhalten, nicht die Meisterform. Und von der Form habe ich schon mal in Halloween Town gesprochen. Da das nicht die Form ist, die man nur mit Drive-Kugeln leveln kann. So, gehen wir doch zurück in den Data Space. Donnerwetter, wo kann Tron nur sein? Nicht anfassen, Goofy. Goofy. Das war ich nicht. I didn't touch nothing. Welcome to the Game Grid. Game Grid? That's right. You've been chosen to play a few games. Lose and you will be subject to immediate de-resolution. Win? Well, no one wins. We're not gonna play your games. You have no choice. Well then, get on with it. Tja, und da waren wir jetzt am Raster. Und geschafft. All right. It looks like we can escape through there. Tja. Allerdings lässt man uns hier nicht entkommen. Und das heißt, wir müssen ein paar Mal ein Raster hier machen. Ah, oh, so knapp. Ah, ich glaube, hier ist
oben rechts oder links fährt. Und ist so knapp. Ach, haben wir genügend neue Leben. Voran. Müssen wir aufpassen. Ja, das sollte mal entkommen können. Ja, geschafft. Why are you here? We came to give you the password. Why didn't you just transmit the data? Transmit? Hey, are you okay? I'll be all right once we access the DTD. Tja, und da haben wir Tron auch wieder in der Gruppe. So, wir haben noch ein paar Vitamins, können wir so erleben. Und wir haben sogar noch irgendwas Neues erhalten. Ah, die Ukulele. Und die Meisterform. Mit der wir den Luftspurt lernen können. So, kurz schauen. Wir können jetzt das Trio-Limit anlegen. Und die meiste Form, die man, wie schon erwähnt, nur mit Drive-Kugeln lernen kann. Ja, und die Limit-Form eben nur durch die Abschlusstechniken. So, können wir mal wieder speichern. So. Dann schauen wir mal, wo wir das Passwort eingeben müssen. Allerdings, wenn wir es auch hast du es erscheinen. Aber das sollte uns ja wenig stören. Hier nach rechts. Und dann sind wir beim Datenspeicher angekommen. Wo ich allerdings, glaube ich, den Part beenden werde. Lasst wie immer eine Bewertung da, ich würde mich so freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich ja gerne durch ein Abo unterstützen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Kingdom Hearts 2. Ciao.